Du bist auf der Suche nach coolen Games für die Nintendo Switch abseits der großen AAA-Titel? Dann bist du hier genau richtig. Wir schauen uns heute an Indie-Games, Neuvorstellungen von Nintendo. Und nach den Indie-Games schauen wir uns auch noch an die Indie-Angebote. Und dann möchte ich noch ein bisschen über Zelda quatschen und sonstiges Gedöns abhaken. Also herzlich willkommen beim Rob64 Gaming Podcast. Das wird heute eine bisschen längere Folge. Also schnappt euch vielleicht was zum Trinken und macht euch einen Kaffee. Das wird eine XXL-Episode extra für euch. Also, schauen wir rein. Nintendo Indie World, die war ja gestern. Und da wurden coole neue Games vorgestellt. Und wir schauen da gleich mal rein. Wir skippen da mal ein bisschen zu durch. Vorgestellt wurde auf jeden Fall einmal Little Kitty Big City. Ein Indie-Game mit Katzen. Ja, Katzen sind immer gut. Ich glaube, die Story ist so ein bisschen, die Katze muss nach Hause finden. Und ja, die Katze nach Hause bringen. Das ist okay, die Story ist jetzt nicht super neu. Aber die Bewegungsanimationen von der Katze und so finde ich mega gut. Da rennt so eine kleine schwarze Katze herum und muss viele To-Dos, also Quests, abschließen. Das Ganze ist so ein bisschen Art Cell-Shading-Grafik, also die Grafik ist rudimentär, sagen wir mal so. Und da kann man auch die Katze streicheln, die Katze kann Blödsinn machen und Zeug runterhauen. Die Katze kann natürlich mit Bällen spielen und Verkleidungen freischalten. Das ist, glaube ich, eher so ein Japan-Ding, oder? Katzen verkleiden? Keine Ahnung. Also, ich hätte ich hier in Europa noch nicht so oft gesehen, diesen Trend. Aber wer weiß, ich bin nicht so viel auf... Und die Katze kann auch den Leuten das Bein stehlen und Vögel fangen. Little Kitty Big City erscheint am 9. Mai 2024. Also, ist gar nicht weit hin. Das schaut ja mal einen richtig nice, netten Katzenspiel aus. Also man rennt so ein bisschen rum, hat so kleine Quests zu lösen und ja, ist doch mal nett. Also das kann man sich mal vormerken, glaube ich. Gut, springen wir jetzt gleich zum nächsten Titel. Der nächste Titel ist Yars Rising. Und warum geht's da? Das sehen wir gleich, sobald hier die Ladezeiten überwunden sind. Warum lädt das so langsam? Ah, geht schon. Ja, eine Cyberpunk-Stadt könnte man schon fast sagen. Also es ist stark beleuchtete Stadt hier. Und das Ganze sieht mir aus wie ein wunderbarer, sehr, sehr hochpolierter Rumhüpfer, könnte man sagen. Und das ist von Atari, okay? Der hat ja irgendjemand bemängelt letztens. Was? Ein Indie-Game von Atari? Ja, warum nicht? Also Indie-Game ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, steht nicht mehr für Spiel von kleinen Studio, sondern steht eher mehr für Spiel mit wenig Budget. Oder kein AAA-Titel. Aber das sieht doch alles ganz nett. Also man muss ein bisschen schleichen, ein bisschen kämpfen, ein bisschen springen, von allem ein bisschen was. Und das mit einer netten jungen Dame mit blauen Haaren, grünen Haaren. Oh Gott, jetzt wird in den Kommentaren gestritten, ob das blaue oder grüne Haare sind. Ich sag mal, es sind blaue Haare. Aber das schaut mir, es erinnert mich ein bisschen an Splinter Cell, das Handyspiel. Ja, Yars Rising, irgendwann 2024. Okay, nächstes Game. Refine Self, der Personality Test Game, also ein Persönlichkeitstestspiel. Aha. Und das Ganze sieht nach Gameboy-Grafik aus. Warum auch nicht? Gameboy Pixel Art finde ich immer ganz geil. Aber es ist eher eigentlich mehr Gameboy Color Pixel Art. Und man rennt hier rum und kann auch fischen
auf sich auf eine Parkbank setzen, das Ganze in 2D gehalten. Minispiele gibt's auch noch. Und wahrscheinlich sehr, sehr Indie-Story. Die Story schaut mir schon sehr, sehr Indie aus. Interessant. Ja, also da, ich glaube, da bin ich raus irgendwie. Aber ich verstehe es, warum das interessant ist und hier in die Top Indie Games reingekommen ist von Nintendo. Sieht ja alles ganz nett hier aus. Gut, schauen wir weiter einfach zum nächsten. Wann ist das Sommer? Irgendwann im Sommer kommt's. Okay, irgendwann im Sommer kommt's. Nächstes Spiel hat irgendwas mit Hunden zu tun. Sticky Business, Sticky Business hat nichts mit Hunden zu tun oder nur am Rande. Das geht hier darum, um Sticker zu designen. Aha, ein Spiel, in dem man Sticker machen muss. Das ist das große Sticker-Business, Leute. Hier werdet ihr gecoacht, wie ihr das fette Geld im Internet macht mit Stickern. Tatsächlich gibt es, glaube ich, dafür wirklich einen Markt. Ich habe das mal auf Amazon gesehen. Da gibt es Leute, die machen Sticker-Sammlungen und verkaufen die dann. Ich weiß nicht, wie weit das legal ist. Die machen dann auch zum Beispiel Zelda- und Nintendo-Sticker. Und da kann man sich dann einfach 100 kaufen für ein paar Euro. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen das gleiche Business wie hier. Da muss man dann auch irgendwie Stammkunden bedienen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Der Lehrer braucht Sticker oder der Uniprof braucht Sticker für seine Schüler. Ja, ich bezweifle, dass Professoren Sticker für ihre Schüler bereitstellen, aber egal. Vielleicht sind das ganz besondere Schüler und ganz besondere Professoren. Aber interessant. Also, interessantes Konzept. Warum denn nicht? Sticker machen. Ein bisschen ein kreativeres Spiel. Über 100 Sticker-Elemente gibt's in diesem Spiel. Aha, naja, dann und verschiedene Rahmen und, yo! Eigentlich ganz nice. Sticker-Business. Spiel und Titel ist im Laufe des Tages erhältlich. Also Sticker-Business könnt ihr euch jetzt schon holen. Ja, wenn es eine Testversion gibt, will ich es mal ausprobieren. Aber ich glaube, kaufen weiß ich jetzt nicht. Aber innovative Idee, so viel schon mal gesagt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was Innovativeres. Das hätte ich jetzt so in der Art zumindest noch nicht gesehen. Sticker machen. Gut, nächstes Spiel. Was haben wir denn da? Anton Blast. Anton Blast wahrscheinlich. wunderbares Spiel. Wird geschnetzelt in 2D. Ich habe vorhin kurz geschaut, die Demo ist schon online. Also man kann sich schon die Demo zu dem Spiel herunterladen auf die Switch. Vielleicht mache ich das dann nachher gleich. Das schaut doch irgendwie, es erinnert mich irgendwie an WarioWare am Gameboy. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, wenn man überall dagegen läuft oder so. Das gab's damals bei WarioWare. Aber WarioWare war nicht annähernd so schnell wie das. Also, das ist abartig schnelles 2D-Geschnetzel. Oder eigentlich eher Gebrezel, weil, man rammt eher alles nieder, wenn ich das ja so richtig verstanden habe. Ja, super bunte Grafik. Und kann man mal machen. Ja, schaut doch interessant aus. Es gibt sowieso viel zu wenig gute 2D-Jump'n'Runs, finde ich. Ja, es kommt eh nicht so viel Neues, leider, finde ich. Gut, nächstes Spiel. Valerie Park. Valerie Park kommt 2024. Nein, Valley Park, nicht Valerie Park, Valley Park. Ich und meine englische Aussprache, oh Gott. Valley Park für die Nintendo Switch. Ein sehr, sehr interessant. Es ist schon so ein Explorer-Spiel, glaube ich. Man muss sie einfach entdecken. Und die Grafik ist aber ganz interessant. Die Grafik ist irgendwas zwischen Ultra-Low-Poly und Cell-Shading. Sieht man selten so. Vor allem, was soll dieser Filter, dieser TV-Filter, der diese Linienzeichnungen reinhaut in die Grafik? Kann man machen? Weiß ich nicht so recht. Also diese Linienzeichnung bräuchte ich nicht. Ich verstehe schon, da will man einfach so die alten Fernseher simulieren und so, aber okay, kann man machen. Ich glaube, ich weiß noch nicht. Demo vielleicht schon mal anspielen, sagen wir mal so. Gut, nächstes Game. Nächstes Game, was haben wir denn da? Lorelei and the Laser Eyes. Okay, das klingt nach einem
Spionagethriller. Alles in Schwarz-Weiß gehalten. Und ist aber wunderschön gezeichnet. Wunderschön gezeichnetes Schwarz-Weiß-Spiel. Also gezeichnet. Naja, ja schon. Gezeichnet, gepixelt und animiert. Da ist echt alles dabei. Ah, es ist nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt auch noch eine dritte Farbe, nämlich Rot. Um ein bisschen hier noch mehr Atmosphäre reinzubringen. Oh, schaut mega aus und auch so Minigames dazwischen. Das sollte man sich vielleicht mal echt genauer anschauen. Das könnte man sich mal abspeichern. Es kommt am 6. Mai und schaut ein bisschen horrormäßig aus. Aber ich glaube, das könnte ich noch verkraften gerade. Gut, nächstes Spiel. Helder Pinto. Ich schau mal da weiter zum, das Entwicklerquark war, interessiert mich meistens nur so mittel, weil so tiefe Einblicke ins Spiel geben sie einen dann ja sowieso nicht. Zum Beispiel, was mich halt immer so interessieren würde, die Probleme beim Entwickeln des Spiels. Das sind so die Dinge, die ich interessant finden würde bei solchen Gesprächssequenzen. Aber es hat hier in der Trailer schon natürlich nichts zu tun, absolut klar. Aber das finde ich, das könnten Entwickler viel öfters mal raushauen. Ich bin da oft schon auf Vorträge gegangen, wo Entwickler eben über die Probleme sprechen beim Entwickeln von diesen Spielen. Und das finde ich viel interessanter als alles andere. Aber ja, vielleicht ist das einfach die Informatiker für Sichtweise von mir. Okay, wir haben hier, wie heißt das? Europa. Und es ist ein Entdeckungsspiel, würde ich mal sagen. Grafisch sehr schön, sehr bunt. Erinnert ein bisschen von der Farbwahl nach Palier, wenn ihr das kennt. Es erinnert sehr an Palier von der Farbgestaltung her. Was jetzt nichts Schlechtes ist. Also ich finde Palier von der Farbgestaltung super. Und hier gibt es fliegende Inseln. Auch das Setting erinnert ein bisschen an Palier. Aber ist natürlich kein MMO, sondern ein Explorer-Spiel mit einem Jungen, der extrem hoch hüpfen kann, offensichtlich. Und da gibt es einiges zum Entdecken. Rätsel. Und unter Wasser kann auch entdeckt werden. Aber dass man so viele frei rumfliegen kann, das ist ja schon fast ein Tears of Kingdom. Naja, ich übertreibe ein bisschen. Und die Grafik ist so Richtung Cell-Shading wieder ein bisschen, nicht ganz, aber so ein leichter Cell-Shading-Anstrich ist da schon dabei. Ja, schaut mega aus. Also das werde ich wahrscheinlich, also da hätte ich schon Bock, das auszuprobieren. Ja, es kommt 2024. Du, Demo im Laufe des Tages? What? Warte, da muss ich mir gleich mal die Demo reinziehen heute. Demo im Laufe des Tages verfügbar. Das heißt, ist schon verfügbar. Heute ist schon der nächste Tag. Das ziehe ich mir doch heute noch rein. Sehr geil. Ihr seht schon, ich habe die Direct nicht so genau gesehen bisher. Ich habe sie mal schon kurz angeschnitten, gestern, neben den Arbeiten laufen lassen. Habe nicht allzu viel mitbekommen, nur so ein bisschen was. Und der tiefe Einstieg sozusagen mit euch jetzt zusammen. Turtles kommen auch zurück. Aber wie können denn Turtles ein Indie-Game sein? Das finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig, weil so eine Turtles-Lizenz kostet ja sicherlich abartig viel Kohle, nehme ich mal an. Wie kann man denn die Lizenz für Turtles haben und dann das noch als Indie-Game bezeichnen? Ist denn das noch Indie? Könnt ihr gerne in die Kommentare reinhauen. Ist das noch Indie, wenn man die Kohle hat für eine Turtles-Lizenz? Ich finde irgendwie nicht, aber okay, Nintendo sagt, das ist noch Indie. Ja, Indie ist wirklich mittlerweile ein sehr breiter Begriff. Ich glaube, wir bräuchten einen neuen Begriff, der sich wirklich so auf die richtigen Produktionen, kleinen Produktionen konzentriert. Manchmal hat man so das Gefühl, es ist halt alles Indie, was nicht AAA ist. Ich glaube, das wird halt immer mehr zum Konsens, was halt nicht stimmt, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, Turtles schaut cool aus. So ein Multiplayer-Schnetzler, ein Multischnetzler, einen neuen Ausdruck generiert hier.
Der Multischnetzler, man rennt mit den Turtles durch die Gegend und schnetzelt Horden von Gegnern nieder. Ja, ist jetzt nicht, glaube ich, bin ich jetzt nicht die Zielgruppe dafür. Horden schnetzeln finde ich immer, weiß nicht so recht. Wenn es gut gemacht ist und man genug Progress hat, dann kann man das schon machen, aber ja, da werdet ihr mich nicht catchen mit so etwas. Wann kommen denn die Turtles? Steht denn da irgendwas? Turtles kommen, wann kommen sie denn, die Turtles? Turtles kommen im Juli. Im Juli 2024. Also im Juli kriegen wir die Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Und von Nickelodeon ist es auch noch. Leider, da ist nichts mehr. Es tut mir leid, aber da ist nichts mehr Indie dabei. Es tut mir leid. Das hat hier bei Indie schon meiner Meinung nach nichts zu suchen. Okay, next. Das ist kein Indie. Das ist von Nickelodeon als Geldgeber sozusagen. Das kann. Das ist ein Blödsinn. So. Abgesehen davon, dass es kein AAA-Spiel ist, ist da nichts Indie dran. Ah, das wird ja geil. Ah, da freue ich mich schon drauf. Cat Quest 3. Ich weiß nicht, ich habe gleich den ersten oder den zweiten Mal gespielt. Richtig cooles Game. Aber seitdem hat sich anscheinend einiges getan. Cat Quest 1 war zwar von der Aufmachung ganz cool, aber das Produktionslevel scheint hier immens, immens gestiegen zu sein. Ich glaube, Cat Quest 1 und 2 waren recht erfolgreich und ich fand den Humor ganz lustig, dass alles so mit Katzen ist und so. Fand ich mega. Apropos, noch ein Katzenspiel eigentlich. Also Katzenspiele sind heute wieder hart mit dabei. Und man kann mit Schiffen rumreisen und auch mit Schiffen rumballern. Das ist ja mega cool. Also Cat Quest 3 könnt ihr euch schon mal auf die Liste schreiben. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird richtig cool. Vor allem, es gibt einen Multiplayer, habe ich gesehen, für Cat Quest. Also es gibt zwei Spieler Koop für Cat Quest. Also gibt's echt nichts mehr, was man, also steht Koop-Modus für Cat Quest. Mega. Kaufen. Rob64 sagt kaufen. Also da hätte ich schon mal Bock hier. Das muss ich, glaube ich, mir mal holen und dann mit dem Assistenten spielen. Das schaut richtig, richtig nice aus. Mit Katzen rumrennen, bisschen schnetzeln, mit Booten rumfahren. Und das dann auch noch in zwei. Also wenn der Zweispielermodus gut ist, dann ist das ein absoluter No-Brainer. Wann kommt denn das Teil? Das Teil kommt am 8. August. Perfekt, um das Sommerloch zu stopfen. Demo im Laufe des Tages verfügbar. Ich muss in nächster Zeit eine Menge Demos spielen, Leute. Ich spiele in letzter Zeit sowieso immer viele neue Games. Aber das sind ein paar Demos, die hier gestreamt werden demnächst hier. Das schaut ja mal richtig geil aus. Cat Quest 3. Cool. Gut, das Quatschi hier von den Entwicklern, das ist sicherlich ganz nett. Das kann man sich alles reinziehen. Aber ich springe da mal weiter. Stitch, da habe ich letztens schon gestern schon eine Freundin gesehen, die das spielt. Die hat sich das schon gekauft. Ja, man muss so Muster machen in Stoff rein. Und dann erhält man solche Muster und malt damit so Sachen an, indem man so, wie heißt das, nennt man das, Sticken nennt man das, glaube ich, oder? Nennt man das Sticken? Ich glaube, das ist Sticken, was man hier eigentlich macht oder was das simulieren soll. Und ja, da muss man halt so Sachen ausfüllen. Es ist schon ein bisschen ein Rätsel. Man muss schon so ein bisschen nachdenken, wie fülle ich das aus, sodass ich hier meine Punkte hier in die Größe reinbekomme. Ich würde mal sagen, ein sehr entspanntes Rätselspiel, eine Mischung aus ein bisschen Denken und Anmalen, erinnert mich so ganz leicht an die Nonogramme. Ich weiß, ist mir schon klar, dass das kein Nonogramm ist, was man hier lösen muss. Aber es erinnert dran. Es erinnert ein bisschen an Nonogramme. Es gibt hier wohl unterschiedliche Spielarten und es gibt hier wohl auch verschiedene Modien. Schaut cool aus, aber ich glaube, ich habe das generell verstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass dann noch x DLCs nachkommen. Also es ist so ein typisches Spiel, wo man DLCs nachhauen kann ohne Ende. Was dem Entwickler auch gegönnt sei, also wenn es gut gemacht ist und die Leute Spaß damit haben und mehr Spaß haben wollen, DLCs, warum denn nicht? Im Laufe des Tages erhält ich, ja wie gesagt, ich habe schon bei einer Freundin gesehen, die hat das schon gespielt, die hat sich das Instant geholt, die spielt gern solche Sachen und die spielt auch immer diese ganzen Nonogramm-Games, die mag ich auch ganz gerne, aber die Zeit einfach, keine Zeit dafür oft.
So, nächstes Game. Was haben wir denn hier? Nächstes Spiel. Ich bin gespannt, was kommt denn jetzt? Werfen wir einen Blick auf. Worauf werfen wir denn jetzt einen Blick? Ah ja, was ist denn? Bzt, bzt, BZZZT mit 3Z kommt im Sommer. Wo ich doch gesagt habe, ich möchte gerne mehr 2D-Jump'n'Runs. Das ist doch mal, das schaut doch mal so richtig Super Nintendo-artig aus. Super Nintendo-Grafik. Ist das Super Nintendo-Grafik? Weiß ich nicht. Oh, ist schon wieder das nächste. Jetzt kommen nur so kurze Vorschauen. Gut, nächstes Spiel schon. Das war jetzt ein bisschen kurz. Aber das war super hübsch. Das war super hübsch. So mit Super Nintendo-Grafik und so weiter. Nächstes ist Shim. Shim mit kleinem i. Von Extra Nice Studios. Das ist mein geiler Studioname. Extra Nice Studios. Kommt am 18. Juni 2024. Sehr symmetrisches Spiel, wo man hier von Schatten zu Schatten springt. Es ist ein Spiel, das sich mit Schatten beschäftigt. Interessant, interessant. Nächstes. Animal Well kommt am 9. Mai. Da haben wir schon wieder mal diesen typischen alte Fernsehfilter drüber. Und es ist Pixel Art plus alter Fernsehfilter. Ich bin einfach kein Fan von diesen alten Fernsehfiltern über Spiele drüber. Ja, ich weiß nicht. Mag das irgendjemand? Also gerne in die Kommentare reinschreiben. Gibt es irgendjemand, der diese alte Fernsehfilter mag bei Spielen? Ich hoffe dann halt immer zumindest, man kann es ausschalten. Aber bei den meisten Spielen kann man es dann nicht ausschalten, den Filter. Das ist dann komplett immer so. Ja. Ja, das schaut schon ganz cool aus, alles klar, aber ich hätte es lieber in knackigen Pixelgrafiken als diesen CRT-Card-Filter da drauf. Das schaut irgendwie komisch aus. Gut, next, next, next. Detektiv, Duck-Detektiv, der Entendetektiv. Sehr gut. Der Entendetektiv von Brokkoli Games. Happy Brokkoli Games. Das klingt nach einem Studio aus Deutschland. Ich habe keine Ahnung. Happy Brokkoli Games. Also ich mag die Namen von den kleinen Indie-Studios immer so gern. Das ist cool. Happy Brokkoli Games zeigt uns hier den Detektiven und da muss man hier. Ah, da hat die Schraffe was im Auge und dann muss man das herausfinden oder so. Interessant. Next, gut, das sind ganz kurze Vorschauen von ganz vielen Spielen jetzt, aber ich bespreche die alle durch. Heute wird alles knallhart durchbesprochen. Ich kenne da überhaupt nichts. Wir haben hier Zeit. Another Crab's Treasure gibt's hier. Da ist so ein kleiner Krebs, der hier herumkrebst. Und ich glaube, das ist so ein Nintendo 64-artiges Spiel. Ja, ich glaube, da liege ich richtig. Schaut, naja, für Nintendo 64-Grafik ist es natürlich viel zu gut, aber so von Super Mario Vibe einfach hat das ein bisschen. Super Mario 64-Vibes. So, wir haben noch Zeit für eine letzte Ankündigung. Das ist die geilste, finde ich, vom ganzen Video. Die letzte Ankündigung. Ich hoffe, da hat bis dahierhin keiner abgeschalten hier, weil das ist richtig cool. Das wird richtig mega. Steam World Heist 2. Ich weiß nicht, ob ihr Steam World Heist 1 schon mal gespielt habt. Das war kurz vor kurzem im Angebot auf der Nintendo Switch. Ich glaube, für ein paar Euro, wo ich gesagt habe, kaufen, kaufen, kaufen für den Preis. Und ist jetzt übrigens nicht mehr im Angebot, der erste Teil. Und Steam World Heist 2, ich glaube, das wird richtig geil. Wird richtig geil. Also der erste Teil war so rundenbasierende. Ein rundenbasierender 2D-Shooter, könnte man sagen. Und ich denke mal, das wird beim zweiten Teil ähnlich sein. Ich mag halt einfach so die Charaktere, die Roboter, diese Steampunk, nicht Steam, oh ja, Steampunkige, Steampunk. Ich bin schon richtig mit Steampunk. Es ist alles eher so dampfbetrieben und so. Und es gibt auch ein dampfbetriebenes U-Boot anscheinend. Und es geht natürlich wieder um Roboter. Roboter-Man, ich finde diese Animationen von den Robotern auch immer so mega. Ja, und da gibt es jede Menge Physikrätsel auch noch dazu. Und wieder rundenbasierende Kämpfe, wenn ich das richtig gesehen habe. Rundenbasierende Kämpfe und man kann diesmal auch mit einem Boot rumfahren. Und es gibt auch Echtzeitschlachten mit dem Boot. Man kann sich hier irgendwie hochleveln. Oh, Leute, das könnte ich mir vorstellen, dass das richtig gut wird.
kann man immer schwer vorhersagen, aber ich glaube daran, dass das ein richtig gutes Game wird. Das schaut alles sehr, sehr, sehr lecker aus. Grafisch absolut top. Besser geht's kaum. Die haben richtig gute Zeichner. Die haben richtig gute Zeichner und Animateure in der Studio. Da gibt mal Respekt raus, weil das so hinzukriegen ist richtig, richtig schwer. Da stimmt alles. Da sitzt jeder Pixel. Das war bei den alten Games auch so. Das ist wirklich beeindruckend. Jo, das war's mit der Indie World hier. Von Nintendo die Neuvorstellungen von den Spielen von 17.04. war das, wenn ihr das später seht. Aber die Indie-Empfehlungen hier kann man sich natürlich später auch anschauen, dann könnt ihr es euch vielleicht gleich holen. Am 8. August kommt Steam World Heist 2. Das ist so ein Titel, da überlege ich mir, das vielleicht gleich bei Release zu holen. Ich glaube tatsächlich, ich gebe dem Studio so viel Vorschuss und sage, das kann gar nicht, kann natürlich schon schlecht werden, aber ich glaube das nicht. Die haben bisher immer so coole Games gemacht und das sieht so aus wie ein richtiger Hit. Das Spiel hat ziemlich fertig ausgesehen hier im Trailer und ich könnte mir vorstellen, bis 8. August ist doch noch ein bisschen Zeit, können sie noch ein bisschen Feinschliff machen und ja, das wird ein Hit. Das sage ich euch, das wird ein Hit. So, was ich aber noch schauen wollte, ist, ich habe ja noch angekündigt, ich wollte dann auch noch schauen, es gibt Indie Sale, gibt es gerade. Also nicht nur neue Spiele im Angebot, sondern auch alte Indie-Spiele im Angebot. Alte Indie-Spiele im Angebot klingt jetzt nicht so lecker, aber ja, bis zu 75 Rabatt auf Indie-Spiele bis zum 23.04. Indie-Spiele-Sale. Sehr gut. Ja, ich schau mal, was gibt's denn hier? Handverlesene Indie-Highlights. Also, was ist hier im Angebot? Hollow Knight zum halben Preis. United Goose Game, richtig cooles Multiplayer-Spiel. Sehr geil, eines der coolsten Indie-Spiele, finde ich. 9,99 €, auch zum halben Preis. Kann man sich holen. Sollte man. Es gibt auch eine Demo davon. Es gibt, glaube ich, von United Goose Game gibt es, glaube ich, auch eine Demo. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe ich das richtig im Kopf? Nein, ich habe es falsch im Kopf. Es gibt keine Demo dazu. Irgendwie dachte ich, es gab eine Demo dazu. Gibt es keine Demo dazu, aber es ist ein cooles Game, wenn man so ein bisschen ein Rätselspiel sucht, das man auch zu zweit spielen kann, wo man viel Unfug machen kann. Genau das Richtige. Balatro, eins der bestbewertetsten Spiele auf der Nintendo Switch überhaupt. Jetzt reduziert um 1 €. Okay, das ja, ist relativ neu, ist mega bewertet. Die müssen das nicht stark reduzieren. Die wollten einfach nur da auch in die Angebots-Highlights reinkommen, ist mir klar. Aber 1 €, ein bisschen was über 1 € reduziert, ist halt nicht so der Burner. Dann, was haben wir hier noch? Among Us, auch zum, naja, stark reduziert, sagen wir mal so. Dann Ori and the Wild Forest und alle Ori-Spiele hier stark reduziert. Auf 7,99 € da der erste Teil und der zweite um 11 €. Also das ist hier um 75% reduziert. Krass, krass, krass. Unpacking zum halben Preis, das hat Tami mal gespielt und darüber erzählt, die meinte, es ist aber nicht so cool, wie alle sagen. Also da vielleicht vorsichtig sein, da geht es nur darum, Dinge auszupacken und ins Regal zu stellen. Muss man vielleicht mögen. Dann Penny's Big Breakaway gibt es auch hier für 10 € billiger. Spirit Father, das ist ja auch sehr bekanntes Indie-Game, auch mega reduziert auf 6 €. Und dann das mein Highlight aus diesem ganzen Indie-Angeboten. Leute, das wer es nicht hat, der holt sich das jetzt bitte für 4,49 €. Enter the Gungeon. Ich finde tatsächlich, dass das eins der besten, vielleicht das beste Indie-Game ist auf der Switch. Enter the Gungeon. Vor allem, wenn man es im Multiplayer-Koop spielt. Also Enter the Gungeon Multiplayer-Koop ist unfassbar gut. Unfassbar gut. Für 4,49 €. Leute, das sind hunderte Stunden Spaß, die man hier haben kann. Es ist nicht leicht, das Spiel, das muss man dazu sagen. Es ist ein Indie-Game, es ist roguelike, es hat wunderschöne Pixeloptik. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich muss dieses Spiel wieder mal spielen.
Habe ich das jemals Let's Played? Ich glaube, ich habe das nie Let's Played Enter the Gungeon. Das sollte ich mal machen. Oder habe ich das mal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber richtig gutes Game. Leute, 4,49 € minus 70%. Absoluter No-Brainer. Dann weil, haben wir letztens auch irgendwann besprochen, Cult of the Lamb, weil jemand gemeint hat, ob das gut ist. Ja, ist gut. Gibt es jetzt für 14,99 € und 10 Euro billiger statt 24,99 €. Cult of the Lamb. Richtig cooles Game. Hat ein paar schwierige Themen drin allerdings. Also es geht viel um Religion und um ja, Okkultes. Wenn man damit irgendwo ein Problem hat, vielleicht nicht spielen. Aber alle, die kein Problem haben mit Religion und Religionsverarsche, die ziehen sich Cult of the Lamb rein. 14,99 € minus 40%. Richtig guter Preis für ein richtig gutes Spiel. Es gibt jede Menge DLCs dafür mittlerweile schon, die ich aber nicht gespielt habe. Ich habe nur das Originale gespielt. Kultistenpaket, ja, gibt es jetzt DLCs auch. Und die DLCs sind, zumindest der eine DLC ist auch Cthulhu-Anhänger-Skin gibt es da auch noch. Aha, den kann man sich sogar gratis laden. Das könnte ich mal machen. Ja, coole Sache. Da gibt es die Spezial-Edition, die ist leider nicht im Angebot, nur die Normal-Edition. Okidoki. Ich würde mal sagen, das war's mit den Indie-Angeboten. Sämtliche Sonderangebote anklicken kann man da auch noch. Da ist Call of Honor, das ist definitiv kein Indie-Game, das ist einfach nur Dreck. Das habe ich letztens Let's Played. Moonlighter für 2,49 €, auch ein cooles Indie-Game. Sehr, sehr gut bewertetes Indie-Game. Dann schauen wir mal, der Survivalist auch, ist das ein Indie-Game? Naja, eigentlich schon. Survivalist für 2,49 € habe ich eh schon mal empfohlen. Wirklich, für 2,49 € ein absoluter No-Brainer. Da gibt's aber auch eine Demo davon. Da gibt's ganz sicher eine Demo davon, die man sich reinziehen könnte. Das ist so mit Affen. Man muss Affen dressieren, damit man auf der Insel überleben kann. War nicht so meins, muss ich sagen, aber ich kenne viele Leute, die das absolut abfeiern. Dann Limbo für 99 Cent, das müsste man eigentlich auch ausprobieren, auch ein Top-Indie-Game, ist glaube ich in der Top 10 der besten Games für die Nintendo Switch 2024. Ich habe selbst noch nicht gespielt, aber es hat absolute Wahnsinnsbewertungen eingefangen, aber es schaut halt so düster aus. Ich weiß nicht so recht, aber wer sich von sowas nicht abschrecken, es muss ein gutes Spiel sein, wenn es so hart heftig gute Bewertungen eingefahren hat. Dann DeathCells, auch ein Mega-Indie-Spiel. Ich glaube, das kennt mittlerweile eh schon jeder. Wer es nicht kennt, kann sich jetzt zum halben Preis holen. Auch ganz super. Tools Up, da bin ich immer wieder am Überlegen, ob ich mir nicht dazu zuschlagen sollte. Schaut irgendwie so nice aus. Ich kenne es aber nicht. Ich habe das noch nicht gespielt. Es geht darum, sozusagen zusammen die Wohnung einzurichten bzw. umzuziehen. Und das kann man im Couch Co-op zu viert spielen. Ist schon ganz nice. Für 99 Cent. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Da verdient man halt als Entwickler gar nichts mehr bei 99 Cent. Da bleibt nichts mehr über. Dann gibt es hier noch irgendwas. Ja, Portal Bridge Constructor. Ich dachte Portal. Aber Portal Bridge Constructor habe ich auch schon gespielt. Das ist eigentlich ganz nice. Und für 99 Cent, wenn man so einen Bridge Constructor mit ein bisschen mehr Physik haben möchte, warum nicht? 99 Cent hier rausgehauen. Und ja, das war's hier mit unserer Angebotsschau, würde ich mal sagen. Cool. Ja, was haben wir hier denn noch am Plan? Ja, ich wollte noch ein bisschen über Zelda quatschen. Letzte Zeit wieder mega Bock, immer wieder auf Zelda Tears of Kingdom zu zocken. Und deswegen gibt's immer noch jeden Mittwoch Zelda Tears of Kingdom hier live am Kanal. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, Zelda Tears of Kingdom zusammen mit mir zu erleben, wie das so ist, wie ist Zelda Tears of Kingdom so, nachdem man es durchgespielt hat und trotzdem noch weiterspielen möchte, das mache nämlich ich, das kann man sich da anschauen, gibt es auch schon x Folgen in der Aufzeichnung hier am Kanal zum Schauen. Ich finde, das macht mega Laune. Und dann, was wollte ich noch quatschen? Ja, neue Spiele testen. Es sind schon wieder so viele neue Spiele dabei. In letzter Zeit komme ich wenig dazu, immer wieder die gleichen Spiele zu spielen. Früher habe ich ja immer gespielt, unter der Woche oft mal 3-4 Mal No Man's Sky oder Hogwarts Legacy und so weiter.
Aber irgendwie reizt es mich zurzeit viel, viel mehr, viele verschiedene Spiele auszuprobieren. Und da ist es das natürlich bei dieser Indie-World hier, die so viele neue Spiele vorstellt und so viele neue Ideen hier mit reinspült auf die Switch. Genau das Richtige. Also da freue ich mich schon drauf, hier einiges auszuprobieren. Ich werde mir jetzt auch gleich nachher noch ein paar Demos laden hier von den neu vorgestellten Spielen. Da war ja einiges dabei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht, während ich so eine Indie-Demo spiele, hier live. Das mache ich dann meistens vormittags, aber das Ganze gibt es natürlich dann nachmittags auch in der Aufzeichnung. Ich bin dazu übergegangen, hier übrigens viel mehr live zu machen. Nicht, weil ich eine faule Sau bin und nicht schneiden will, aber das scheint irgendwie besser anzukommen. Also ich versuche immer das zu machen, was gewünscht ist. Und wenn ihr lieber die Live-Mitschnitte habt, dann nehme ich einfach Vormittag live ein Game auf, so eine Stunde. Und ihr könnt euch dann das anschauen, wann auch immer. Und gebt mir ein bisschen meinen Senf. Das ist auch immer so im Rahmen von einem Test immer. Ich probiere das Spiel aus, so eine Stunde. Und ich sage mal, nach einer Stunde muss man schon einen guten Eindruck haben von dem Spiel und kann man zumindest sagen, ob das was ist oder nicht. Und das mache ich dann immer bei diesen Tests. Wie gut ist eigentlich, heißt diese Serie, wie gut ist eigentlich Spiel XY? Und die werde ich in nächster Zeit weiter betreiben. Das macht mir mega Spaß und es sind auch immer wieder Leute im Chat am Vormittag mit dabei und schauen mal rein, was es da so Neues zum Ausprobieren gibt. Und das freut mich natürlich immer besonders. Würde mich auch freuen, wenn du mal Vormittag mit dabei bist. Wenn du zufällig Zeit hast, das ist meistens so irgendwann um 10 oder um 11 Uhr zocke ich dann. Ankündigung gibt es dann meistens immer relativ spontan auf Discord, auf YouTube oder diverse Social Media Kanäle. Apropos Social Media Kanäle, ich bin auf Social Media nicht so aktiv. Auf Social Media haue ich eigentlich nur raus, wenn ich gerade live bin oder ein neues Video erschienen ist. Aber ihr könnt mir da folgen am YouTube-Kanal. Oben gibt es den Link zu allen Social Media Kanälen. Einfach draufklicken und sich das entsprechende Social Media Gedöns aussuchen. Apropos Social Media, danke an alle Kanalmitglieder hier. Kanalmitglied wird man ab 1 € und unterstützt diesen Podcast und natürlich auch die Videos in diesem ganzen Kanal hier mit 1 € oder mehr. Das hilft natürlich sehr, so die regelmäßigen Einnahmen, um sich regelmäßig Spiele zu kaufen, um sie zu testen. Ich kriege die Spiele ja eher selten zur Verfügung gestellt. Ab und zu passiert das mittlerweile, aber es ist nicht die Regel. Und dann brauche ich nicht mehr allzu viel nachdenken, ob ich mir jetzt mein Game für 2 € hole oder nicht, damit ihr es nicht tun müsst. Ich spiele auch oft sehr schlechte Sachen. Und das ist natürlich leicht, wenn man da mal 2 € für ein schlechtes Game raushaut und Spaß damit hat, es zu testen. Wenn da eine Community dahinter steht, die das feiert und ab und zu mal einen Euro springen lässt. Vielen Dank dafür. Danke an alle Kanalmitglieder an der Stelle und danke an alle, die es noch werden wollen. Apropos Kanalmitglieder, die kriegen nicht nur einen Diamanten, einen Rubin neben ihren Namen im Chat und in den Kommentaren, sondern können auch ganz spezielle Zelda angelehnte Emotes verwenden. Gut, ich glaube, das war's für heute. War eine längere Folge. Na, so lang war es eigentlich gar nicht. 38 Minuten haben wir da gerade mal. Ist eh nicht so lang. Habe ich mich dann doch nicht so verfranst bei den Indie-Games, wie ich eigentlich gedacht habe. Gut, Kanalmitglieder sehen diese Folge wieder ein bisschen früher. Alle anderen müssen immer warten bis Samstag 12 Uhr. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.